Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereo Trader Helpdesk. Wie immer mit Dirk Hilger, Stereo Trader, Entwickler, Erfinder und aber auch Trader. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und ja, bevor ich gleich zu den Risikohinweisen komme, das Risiko wollte ich schon sagen. Das Webinar ist ja wie immer für Sie gedacht. Selbstverständlich und Dirk steht uns glücklicherweise zur Verfügung für Ihre Fragen bezüglich des Stereo Traders. Und wenn Sie Fragen schon mitgebracht haben, dann können Sie diese in den Chat reinkopieren, reinschreiben. Und ja, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Bevor wir aber tatsächlich dann wirklich anfangen, wie gesagt, einmal den Risikohinweis. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Und auch sehr höchstwahrscheinlich werden wir auch keinen Live-Trade heute machen. Nichtsdestotrotz müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, gut, also dann übertrage ich schon mal den Bildschirm, lieber Dirk. So, sage ich an der Stelle auch mal Hallo und herzlich willkommen heute zum Helpdesk-Webinar mit meiner Wenigkeit, dem Nelson, das Ganze bei FX Flat. Und wie der Nelson schon gesagt hat, geht es hier darum, dass wir Fragen online in Echtzeit quasi beantworten können. So, und dazu haben wir hier auch den Chat. Aber nochmal, wie gesagt, erstmal Hallo und herzlich willkommen. Und in alter Tradition übrigens, Nelson, hast du auch gemerkt, ne, draußen scheint die Sonne. Und Ja. so war das ja eigentlich vorher ständig, wenn wir Helpdesk gemacht haben, dann hat draußen die Sonne geballert und das Wetter war für alles gut, nur nicht fürs Helpdesk. Und bin mal gespannt, wie das heute ist. Ja. Das Es stimmt gibt, allerdings. ja, das ist echt so, ne? So, da denkt man immer so, oh nein, ey, draußen höre ich irgendwelche Vögel zwitschern und irgendwie im Biergarten, irgendwie in 50 Meter Luftlinie. Und da steigt die Motivation. Fürs Helpdesk natürlich, für was auch sonst. So, haben wir denn irgendwelche Fragen hier schon drin, die ich mal aufgreifen könnte, dürfte? Okay, so, Fragen. Wo sind denn die Fragen? Chat da. Also ich sehe jetzt keine Fragen. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich später. Wahrscheinlich, ja, genau. Dann lese ich die Fragen mal kurz vor. Und zwar hat der Heiko gefragt, welche Bedeutung hat die Aktivitätsüberwachung bei den Einstellungen? Die Aktivitätsüberwachung, das ist das Ding, was hier gemeint ist mit Activity Control, ne? Ich gehe mal davon aus, dass er das meint. Das ist, wenn man mehrere Instanzen quasi hat und es gibt ja dann oft so ein bisschen die Problematik, dass wenn man zum Beispiel es auf dem lokalen Rechner hat und auf dem VPS laufen hat, dass sich gegebenenfalls die Instanzen oder die verschiedenen MetaTrader-Installationen so ein bisschen in die Quere kommen können. Dass wenn man auf dem VPS zum Beispiel einen Stop-Loss gesetzt hat und auf der lokalen Kiste auch und man hat dort entsprechend dasselbe Profil geladen, oh, ne, dieselbe Strategie, dann kann es sein, dass die miteinander quasi interagieren beziehungsweise sich in die Quere kommen, weil bei dem VPS hat man einen Stop-Loss von 10 Punkten und auf der lokalen Kiste meinetwegen 20. Und das kann man so ein bisschen verhindern, beziehungsweise es gibt da so eine Logik, wenn man hier Activity Control ne, einschaltet, dass das irgendwie erkannt wird. Das ist aber so zumindest so aus meiner Erfahrung nicht hundertprozentig. Also es kann trotzdem noch sein, dass die sich in die Quere kommen. Also besser ist immer, dass man verschiedene Strategien benutzt, wenn man quasi dasselbe Konto auf mehreren Rechnern benutzt, indem man hier unter Manage Strategies oder hier Add New Strategy, dass man da eine neue Strategie quasi aufsetzt, beziehungsweise pro Rechner sozusagen eine Strategie verwendet. Okay, dann nächste Frage von Thorsten. Hallo Dirk, beim Stereo Trader liegen die Labels vom Füllpreis und weitere Order immer übereinander. Gibt es eine Möglichkeit, die Preisorder-Labels versetzt darzustellen? Da muss ich jetzt mal nachfragen. Die Preis-Order-Levels. Also welche Levels sind jetzt genau gemeint? Wenn ich jetzt hier eine Order hinlege, das heißt hier, wo hier Buy Stop steht und dann hier Add 33.521 oder welche
Labels sind jetzt genau gemeint? Vielleicht kann der Fragesteller das noch mal ein bisschen spezifizieren. Ach so, ja, ich muss natürlich mein Mikro aufschalten. Ich dachte schon, jetzt bin ich auch weg oder so. Der Thorsten hat ja geschrieben, also ist wohl das gemeint. Ach so, okay. Ja, das ist relativ einfach. Also man geht in die Einstellung des Stereo-Traders und dann gibt es unter, muss ich jetzt mal gucken, Terminal, genau. Da gibt es hier unten, ganz unten so einen Wert Order Label Offset. Den kann man verändern. Da kann man zum Beispiel sagen, minus 800. So, und wenn ich hier auf Apply oder OK klicke, dann wandert das entsprechend, ne, in die Mitte. Und so kann ich mir die Order-Labels letztendlich im Chart positionieren, dass sie zum Beispiel weiter reinragen in den Chart oder wenn ich das hier zum Beispiel auch auf 300 oder minus 300 setze, dann rückt das quasi wieder näher an den Rand ran. Ich glaube, die Frage war eher so gemeint, dass wenn viele Orders jetzt um einen Preis herum liegen, dass die Labels dann übereinander stehen. Ach so, so meint er das. Genau. Nee, also man kann immer nur alle Orders quasi verschieben in den Chart hinein, aber jetzt nicht Einzelorders. Also zum Beispiel die Order, das Label jetzt quasi mehr in die Mitte schieben, das ist meines Wissens nach nicht möglich. Also alle oder gar kein Label. Jo. So, ich glaube, ich bin wieder zu hören. Ja. Ja, sorry. Ich habe da leider in den letzten Tagen immer so ein bisschen Stress gehabt hier mit Telekom-Verbindungen. Und heute war es irgendwie gut, gestern eigentlich auch. Und das war natürlich jetzt der Super-GAU, dass es mitten im Webinar abreißt. Also tut mir natürlich sehr leid. Aber das passiert, wenn man nicht beim lokalen Anbieter ist. Telekom. Ja, eben nicht. In Köln gibt es ja auch noch einen. Aber gut. Nee, schön, dass du wieder da bist. Ja, mal gucken, wie lange. Ne? Aber Timo hatte jetzt auch die Frage beantwortet. Ja, danke Timo übrigens hier fürs Einspringen. Der Timo war direkt am Start und das hilft natürlich. Ja, kurz, ja, klar, kein Problem. Ich glaube, die Frage war auch beantwortet. Ich interpretiere die Frage weiterhin so, Dirk, ob es vielleicht so eine Funktion geben könnte, dass die Preislabels dann automatisch angeordnet werden, damit man die alle erkennen kann. Ach so, nee, das gibt es tatsächlich nicht. Ich meine, was man ja machen kann, ist halt in den Makromodus halt gehen, ne? Im Chart-Panel. Und das kennt der Timo sicherlich auch, wenn man dort mit Control-Click drauf geht auf die Darstellung und dann kriegt man ja halt das Ganze komplett in Makro-Darstellung. Du meinst hier das Ding hier? Genau. Ja. Dort mit STAG drauf und dann habe ich, oder halt übers Menü auswählen, was da drin ist. Ja, genau. Also da kann man halt, wenn man jetzt hier so, ich mach das mal kurz, hier so verschiedene Orders übereinander legen, ne, dann Ctrl-Klick drauf, dann schiebt er das quasi auseinander. Das ist der, ich glaube, der heißt auch Scalp-Modus oder so, ne? Ja. Mal gucken, das ist ja Menü, wenn man da unten aufs kleine Dreieck klickt. Scalping-Mode, genau. Genau, ja. Genau, und dann wird das halt ganz groß auseinandergezogen und dann kann man die Labels halt entsprechend lesen. Ne? Also ich mache das auch dann so, wenn die wirklich voneinander liegen, dann zoome ich quasi einmal so rein, wenn ich wissen will, auf welchen Price-Level sie liegen und dann, wenn ich das gesehen habe, zoome ich es quasi wieder zusammen. Hat der Martin also, auch in den Chat reingeschrieben, dieser Lösungsansatz. Naja. Gut, weitere Fragen haben wir aktuell nicht. Ich denke mal, wir warten jetzt noch ein paar Minuten, Dirk und Timo. Ja, genau, was ich ja vorhin irgendwie, wo ich ja kurz angefangen habe zu reden, ich weiß nicht, wie weit das gegangen ist. Also der Timo und ich, wir basteln ja gerade im Hintergrund fleißig rum, für Dinge, die man im Vordergrund jetzt weniger sieht. Aber halt eben, was die Anbindung angeht. Also wir haben ja zum Beispiel auch das eine oder andere Community-Add-on, und so weiter, beziehungsweise eigentlich nur eins oder zwei bisher und jetzt kommt da halt irgendwie noch was dazu und da gibt es halt jetzt eine Anbindung.
Also für diejenigen, die halt selber auch entwickeln wollen. Und die kriegen dann quasi auch auf Antrag sozusagen einen Zugang, sodass man halt die Sachen dann auch selber pflegen kann und dann über einen Installation Manager und dann halt auch darstellen kann. Also da, wie gesagt, gibt es ein ganz großes Update, aber rein im Hintergrund. Das heißt, nach vorne wird das jetzt gar nicht großartig auffallen. Dann sieht dann der Installation Manager nur so ein kleines bisschen anders aus. Aber mehr wird man davon jetzt nach außen hin nicht sehen. Aber das ist halt natürlich eine Geschichte für sich. Wie gesagt, das betrifft auch nur die, die halt selber halt eben auch entwickeln, wie zum Beispiel der Martin, ne? Der ist da ja auch schon, der auch schon sein Update bekommen, dahingehend. Das heißt, ist hier noch ein bisschen Lärm vor der Tür. Und also wie gesagt, eher Geschichten im Hintergrund dann momentan. Bin ich noch okay. da? Ja, ja okay. Wir haben alles gehört. Sehr gut. Okay. Kannst du die Fragen mittlerweile wieder sehen? Ja. Dann, da ist eine genau. Frage reingekommen von Andi. Ja, ich weiß. Also, genau, das ist eine von den Geschichten, wo ich gerade noch gesagt habe, ne? Das sind die Sachen, die jetzt halt, die natürlich jetzt in der Pipeline stehen, die jetzt leider da genau in diesen Umstellungsprozess reingeflossen sind, weshalb ja auch jetzt in den letzten 6 Wochen kein Update gemacht werden konnte. Einfach aus Gründen der Sicherheit musste das halt wirklich in sehr penibel gehandhabt werden und weil da natürlich nichts schief gehen darf. Und deswegen gab es auch kein Update jetzt vom Stereotrader in den letzten 6 Wochen und die Geschichte hier mit dem Yen, das ist natürlich ein Teil davon. Ne? Also das ist das, was ich meine. Das ist eine von den bekannten Sachen, dass dort die Risikoberechnung irgendwie ein bisschen merkwürdig läuft. Ne? Also das ist auf jeden Fall hier auf dem Schirm und wird auch, so behaupte ich mal, höchstwahrscheinlich jetzt direkt auch mit dem nächsten Update dann auch kommen. Weißt du ungefähr wann? Wann peilst du es an? Ich peile morgen an. Eigentlich oh, okay. Heute hatten wir vorgehabt, aber es war heute hier ein bisschen zu wild alles. Und weil wir gesagt haben, wir machen es unter der Woche, also ohne großartige Ankündigungen, um halt einfach mal so ein bisschen Test zu fahren. Das gilt auch für Timos Addons genauso. Da kommt also auch im Hintergrund, also hier für Ghost und so weiter, kommt halt auch so klammheimlich durch die Hintertüren Update. Nur Timo. Ich glaube, so kann man das genau. sagen. Ja. Ja. Und erst wenn das alles dann sauber läuft, dann gibt es auch eine Meldung dann im Chart. Also wir gehen davon aus, es läuft sauber. Es gibt auch schon zwei Dinger, die draußen sind. Das ist einmal das VPOC und das Live-Chart. Die laufen auch schon auf der neuen Struktur. Und da kam bis jetzt eigentlich nichts großartig rein, was da nicht funktionieren würde. Und von daher gehen wir auch nicht davon aus, dass die anderen Produkte da irgendwie negativ betroffen sind. Trotzdem ist es halt ein größerer Umbau im Hintergrund einfach. Ja, klingt gut. Johannes hat eine Frage reingestellt. Genau, also willst du Dirk beantworten oder soll ich? Ja, ich kann es ja gerade übernehmen. Also mir ist egal. Also wenn du gerne möchtest, darfst du auch gerne. Nö, vielleicht. Also das ist ja deine Show sozusagen. Ich bin nee, ja nur aber ich, kurz ich glaub, als Vertretung ich, eingesprungen. Ich glaube, die Zuschauer freuen sich, wenn wir mit abwechselnden Stimmen reden. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Also bitte, du hast die Bühne. Ah, okay, dann. Der Fragesteller meint wahrscheinlich das, dass er hier so diese Meldung kriegt, Trading disabled, oh, also bei mir steht es jetzt auf Englisch, weil ich das hier den MetaTrader auf Englisch eingestellt habe, aber die Meldung erscheint, wenn hier oben Algo-Trading im MetaTrader ausgeschaltet ist, muss man das aktivieren, weil der Stereo-Trader braucht natürlich den automatischen Handel und das muss man aktivieren und entsprechend dann geht auch die Fehlermeldung weg und dann kann man auch den Stereo-Trader ganz normal benutzen. Man sollte noch in den Einstellungen unter Optionen entsprechend gucken. Moment, das ist jetzt hier auf dem anderen Fenster aufgegangen. Das entsprechend in den Optionen unter Expert Advisors oder Experten, heißt es glaube ich nur im Deutschen, dass hier auch noch Allow DLL Imports, also DLL importieren, aktiviert ist, diese Option und dann sollte in der Regel auch alles funktionieren. Gut. Ich würde mal sagen, wir warten jetzt noch 3 Minuten bis 25, weil wir jedem natürlich die Möglichkeit geben.
die Fragen reinzustellen. Ansonsten aber würden wir dann das Webinar beenden an der Stelle. Also gerne reinschreiben. Ich Heute haben Sie ganz sogar zwei Experten drin. Ja. Das war eigentlich doppelt so schnell fertig, das ist der Grund. Ansonsten wird der Dirk gleich von Reiskochen erzählen. Also der Hannes sagt, es wäre alles aktiviert, die Meldung steht trotzdem. Also das letzten Endes macht die Funktion im Stereo Trader, die macht wirklich nichts anderes, als zu gucken, ob Algo Trading erlaubt ist oder nicht. Und aber reden wir hier auch wirklich über, also Johannes, reden wir über FX Flat? Weil es kann natürlich sein, dass halt auch, es gibt ja auch so Broker, so ein paar wenige Kandidaten, die halt dann ja auch zum Beispiel sagen, nee, Expert Advisor, das machen wir nicht auf unseren Konten. Das kann man ja auch brokerseitig deaktivieren. Ne? Und nicht, dass es damit zusammenhängt. Weil, wie gesagt, die Funktion selber macht nichts Großartiges. Die guckt wirklich nur, darf ich, ist Auto-Trading aktiviert? Und auch das, was der Timo gerade gezeigt hat. Und wenn nicht oder wenn da irgendwas fehlt, und das sind eben tatsächlich nur diese zwei Abfragen, oder die ist, glaube ich, sogar nur eine. Und dann gibt es halt die Meldung. Deswegen ist es auf jeden Fall so, wenn die Meldung trotzdem erscheint, dann ist es tatsächlich so, dass Auto-Trading nicht aktiviert ist. Why ever? Also der Grund muss dann irgendwo anders liegen, aber mehr können wir dazu auch gar nicht sagen, weil das ist einfach nur tatsächlich das. Und also nochmal, Johannes, reden wir auch über die Meldung, die ja Timo gerade gezeigt hat. Also das, was man jetzt gerade sieht. Ja, das ist nur das. Das ist tatsächlich nur das. Ich weiß nicht, war da vielleicht nur auf Deutsch? Ja, gut, das ist klar. Das ist ja einfach nur dann halt eine Sprachsache, wenn das auf Deutsch da steht. Aber das Ding ist genau das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob da, es gibt, wenn vielleicht irgendein anderer Installationssoftware da irgendwas installiert hat und drüber gelaufen ist, die zum Beispiel direkt in die Config-Dateien vom MetaTrader reinschreibt, das macht der StereoTrader ja nicht, nicht, dass da irgendwas hops gegangen ist. Also weil dann dürften ja auch zum Beispiel irgendwelche anderen Expert Advisor ja auch nicht funktionieren. Ne? Müsste eigentlich, dann dürfte alles nicht gehen. Und davon gehe ich mal ganz stark aus. Ansonsten schlage ich sehr gerne vor, dass, wenn Sie Kunden bei uns sind, dass Sie sich bei uns melden und wir können dann entsprechend eine Aufschaltung machen. Ich weiß, also neu installieren, also wenn, dann müsste man ja wirklich alles neu installieren. Also einmal den MetaTrader und den StereoTrader, weil der StereoTrader allein neu installieren bringt überhaupt gar nichts. Ne? Weil das ist jetzt nicht irgendwie eine Sache, die im StereoTrader schiefläuft. Keinen Fall. Sondern es ist wirklich dann, wenn, dann hängt es an der Basis, also am MetaTrader. Und das natürlich irgendwie neu installieren, ich bin da nie so ein großer Fan von. Aber gut, ich meine, wenn man weiß, wie es geht, schnell und damit keine Arbeit hat, dann kann man das natürlich auch machen, klar. Aber irgendwo. Es hilft auch mal einfach nur das Chartfenster zu schließen. Was genau im Hintergrund passiert, kann ich nicht sagen, aber manchmal wirkt das Wunder. Und dann einfach ein neues Chartfenster aufmachen, ist der Trader frisch rein, beziehungsweise ist er ja eh schon als Standardvorlage dann drin, wird er ja dann automatisch gestartet. Ja, Johannes schreibt, er sagt, ich bin ITler, dann sollte man meinen, dass es keine größere Affäre ist. Aber wir wissen ja alle, wie es bei den ITlern immer ist. Ne? Der Schuster hat immer die schlechtesten Sohlen. Und von daher haben wir auch nicht selten die merkwürdigsten Umgebungen. Dann ist noch eine Frage von Andy Dirk von 18:25 Uhr. Nee, wenn das, also du fragst gerade, wenn das Update kommt. Also es ist ja immer so, wenn es ein Update kommt, was ja dann halt angekündigt wird und dann steht ja eine Meldung dann im Chart direkt drin, ne? Wenn man einen neuen Chart aufmacht, beziehungsweise spätestens nach 24 Stunden ploppt es dann halt auf. Und dann hier sollte das gehen über den Installation Manager.
Und ist mein Bild gerade drauf? Ah ne, Timo ist drauf noch, ja genau. Über den Installation Manager. Falls das nicht geht, ja, also das ist leider nicht ganz auszuschließen bei dem nächsten Update, dass der Installation Manager nicht funktioniert, sondern dass ich über die Homepage kommen muss. Wir versuchen es natürlich zu vermeiden. Aber in der Regel ist dann halt einfach über das Menü bei der Uhr Installation Manager und dann einmal drüber bügeln und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Dann geht Ja, es gut. weiter mit Horst 18:25 und 18:27. Das war eine Ergänzung zu der Frage. So, der Horst sagt, es wird immer eine Market Order statt einer MTO ausgeführt. Soll ich mal noch mal kurz meinen Bildschirm versuchen? Aber ich habe wirklich ein bisschen Sorge, nicht, dass Kannst gleich gerne. wieder alles weg ist. Wir können es testen und Ja. ansonsten ist ja Timo Gott sei Dank auch noch da. So. Okay, dann mache ich mich schnell aus dem Staub. Nee, nee, besser nicht. Weil bei mir ist wirklich, also vorgestern, wo das war, ist die Verbindung ist irgendwie andauernd, ist die hier abgerissen, teilweise wirklich im Viertelstundentakt. Und von daher habe ich da ein besseres Gefühl, wenn du die Zeit noch hast, irgendwie noch eine Viertelstunde, ich glaube, viel länger machen wir auch nicht, kann Ja, man alles hier gut. kurz Alles gut. dazu bleiben. So, MTO-Order, ne? Das heißt, also wenn ich hier Shift-Klick, so, das war eine MTO-Order, eine ganz schnelle. Da sagt jetzt der Horst, wird immer eine Market Order ausgeführt. Also ich würde da ganz dringend drauf gucken. Also ich mache ja hier gerade nichts anderes. Ne? Und das ist halt auch jetzt keine großartig neue Version oder beziehungsweise halt, was die Order Engine angeht, ist die genau gleich. Man muss bei MTO, ich muss da echt auch mal so ein bisschen nachdenken, wo das alles ist. Es müsste hier sein. Ist es hier? Weil ich da teilweise auch nicht. Wo ist denn die MTO? Oder es gibt es ja nicht. Ich sollte das eigentlich wissen, ne? So, Grid Limits. Da, MTO Distance. Hier oben ist es, ne? Also bei Terminal im Setup. So, und da steht jetzt ein Punkt, ne? Und das heißt, wenn der Wert natürlich zu gering ist, kriegt man das im Zweifelsfall noch nicht mal mit, ne? Wenn die gefüllt wird. Dann kann ich mal vergleichsweise hier auf 10 Punkte stellen. Und da würde ich halt auch auf den Markt gucken. Ne? Also wenn es jetzt der DAO ist oder der DAX, da stimmt ja auf jeden Fall die Geschichte mit den Punkten. Und wenn ich dann jetzt hier Shift-Klick mache und dann passiert ja genau das hier gerade, ne? Dass nämlich halt die Order dann im Abstand jetzt von 10 Punkten, man sieht ja gerade, es ist ja derzeit nichts, ne? Bei der Wohler, die wir gerade haben, im Abstand von 10 Punkten wird die halt geführt, die Order. Ne? Und das ist ja halt ein Scalping-Ding. Und deswegen kann es natürlich auch mal ganz schnell gehen. Ne? Für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, das ist Market Trail Order. Das heißt, die klemmt sich halt an den aktuellen Markt halt dran und mit einem Abstand von eben, was ich auch immer eingestellt habe, wird dann halt die Order hinterhergezogen. Ähnlich wie eine Limit Pullback, nur halt eben sozusagen quasi manuell. Ne? Also hier einfach mit Shift-Klick da oben drauf und dann wird sie halt im Rücklauf gefüllt, ne? Mit dem Abstand, welcher auch immer dann halt eingegeben ist. Ne? So, und das ist halt zum Skypen, wie man sieht, ist es natürlich ein ziemlich, da muss ja auch den richtigen Trail einschalten, zum Skypen natürlich eine nette Geschichte. So, das hier natürlich alles Mumpitz-Werte, die ich hier habe. Ja, aber man sieht, damit kann man halt arbeiten. Also, dass es immer so ist, muss ich natürlich jetzt, weil ich da hier auch auf Anhieb zeigen kann, halt anzweifeln. Wirklich bitte mal die Einstellung überprüfen. Wenn ich hier auf 0 gehe, nee, macht er gar nicht. Aber je kleiner die ist, umso wahrscheinlicher ist es halt, dass es aussieht, als wäre es irgendwie eine Market Order. Ne? Weil klar, ich bin jetzt auch hier relativ weit reingezoomt. Und wenn ich da halt das alles sehr klein mache, und dann haut das natürlich nicht hin. Ne? Ja, das ist hier ein Demokonto, ne? Also bitte nicht nachmachen. Der Horst ergänzt noch die Info, dass nicht hier das manuelle Trading gemeint war, sondern Ach, strategische strategisch. Order. Ja, da bin ich leider echt so ein bisschen der falsche Mann dafür, ne? Für die strategische Order. Die weise ich immer ganz weit zurück, weil da gibt es wirklich Leute, die drumherum
da ganz viel machen, wie zum Beispiel der Frank Eschmann, auch mit einer eigenen Gruppe. Und die da echt wirklich der bessere Ansprechpartner sind. Also, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt hier auf Anhieb, ich würde echt dauern, ne? Weil ich bin so wenig in dem Thema strategische Order noch drin. Sollte man jetzt nicht werten oder so, ne? Weil ich frage mich auch immer wieder, warum machst du das eigentlich nicht? Aber mein Fokus liegt halt einfach momentan wirklich so sehr auf der Entwicklung und dann natürlich auch bei den Webinaren dann auf dem Markt, dass ich halt da irgendwie zu den eigentlich guten Sachen gar nicht komme. Ich habe auch schon von anderen irgendwie gehört, von anderen Gruppen, die jetzt gar nicht mal mehr mit, also von, kann ich ruhig sagen, der Olli Klemm zum Beispiel, mit dem wir vorher halt auch mal hier ein Tool zusammen gehabt haben. In seiner Gruppe gibt es halt auch immer noch ganz viele, die den Stereo-Trailer haben und da habe ich schon gehört, wir würden das alle komplett falsch machen, weil die strategische Order kann man so viel besser einsetzen und ich habe das immer alles irgendwie falsch erklärt. Also ich freue mich dann natürlich über so einen Kommentar, ne, weil es ja auch zeigt, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und dass der Grundansatz technischerseits auch gut ist. Ne? Und auf der anderen Seite kann ich damit aber auch das, was ich eben sagte, auch unterstreichen, dass ich tatsächlich da vielleicht wirklich der falsche Mann bin dafür. Und jetzt, wie gesagt, das hier technisch nachzubauen, ich fürchte, dann halten wir uns zu lange am Thema auf. Von daher würde ich bitte dann doch mal, frag gerne mal bei dem Frank nach. Timo, weißt du, wo man den findet? In die Gruppe? Also der ist aber auch generell bei mir in der Facebook-Gruppe. Ne? Im Urlaub findet man den gerade. Ja, das ist gut. Nein, du weißt, was ich meine, ne? Also halt generell, wo man, der hat ja irgendwo auch seinen Auftritt. Ja. Also wie jetzt seine, ich glaube, seine Gruppe, nee, oder einfach mal bei Facebook profitables Trading nachschauen. Da findet man ihn ja auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Facebook-Gruppe hat man irgendwie, hat nicht jeder Zutritt. Okay. Aber unter profitables-trading.de, glaube ich, findet man auf jeden Fall seine Seite und auch entsprechend ihn bei Facebook. Ja. Gut, dann gibt es noch eine Frage von Dirk, 18:29 Uhr. Genau, bei der nächsten Version noch nicht, das hatte ich auch gerade mit dem Timo vor ein paar Tagen besprochen, bei der nächsten Version wird es noch nicht gehen mit der neuesten MT5-Version. Also es ist ja auch nicht generell so, ne, dass es nicht funktioniert mit dem neuen MT5. Es gibt nur vereinzelt halt einfach immer wieder Stress. So, und deswegen haben wir ja gesagt, so besser echt nicht. Ne? Und es wird aber eine Zwischenversion geben. Und wie lange die dauert, weiß ich nicht, aber nicht allzu lange eigentlich. Weil nämlich, soll ich da jetzt irgendwie großartig dazu ausholen? Also bei mir haben einfach so ein paar private Sachen dazu geführt, dass sich das halt leider nach hinten geschoben hat und wir jetzt halt, oder ich dann wieder an der alten Version halt baue, aber es gibt eine Zwischenversion, die halt eben die ganzen oder die entscheidenden Sachen von der ursprünglich neu geplanten Version nutzen wird. Ne? Also das heißt, das ist natürlich nach wie vor auf dem Schirm auch ganz, ganz wichtig. Aber mit dem nächsten Update definitiv noch nicht. Also das ist nochmal eine andere Geschichte und ja, so sieht's da aus. Aber generell, ich meine, die Version, ich weiß, das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn wir sagen, so irgendwie nur das und das Bild, aber es läuft halt, ne? Und ich verstehe halt auch so leider die Politik nicht von den ganzen Updates permanent. Wenn ja irgendwie nichts Neues dazukommt, warum muss man die Leute immer irgendwie damit Updates dann halt irgendwie auf den Keks gehen? Machen wir ja auch nicht. Machen ja auch nicht alle 3 Tage irgendwie neues Update. Ja, sondern das wird ja dann auch selektiert. Nur wenn irgendwie was Größeres kommt und dann wird es auch überhaupt angekündigt. Und ansonsten ist das eher eine Geschichte, wo man dann sagt, na, das überlassen wir dann halt dem Anwender selber, ob er updaten will. Ja, ja, so sieht das aus. Gut. Ja, so, wir haben alle Fragen beantwortet. Jo. Ich glaube, dann können wir an der Stelle auch das Webinar beenden. Und wenn doch noch Fragen aufkommen, dann gerne uns kontaktieren. Wir versuchen direkt zu helfen und kontaktieren Dirk oder Timo an der Stelle, wenn wir weitere Hilfe dazu brauchen. Ja, vielen, vielen Dank.
dass Sie heute live dabei waren und natürlich für die Fragen hier im Chat. Vielen Dank, Timo, dass du eingesprungen bist. Wir haben ja, ich glaube, das darf ich ja hier auch verkünden, lieber Dirk, wir haben nächste Woche Montag ein Webinar mit Timo. Gerne sich Ja, dafür klar. registrieren. Und wir zwei haben am Dienstag dann wieder Live-Trading zusammen. Und würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächste Woche an beiden Webinaren natürlich auch mit teilnehmen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, eine super Woche, viel Erfolg. Schönen Abend, lieber Dirk und Timo, vielen Dank für das Webinar und ihr zwei habt das letzte Wort oder das Schlusswort. Dankeschön. Ja, also ich sage auch erstmal danke an Timo natürlich hier fürs kurzfristige Einspringen. War natürlich sehr hilfreich und von meiner Seite nochmal sorry, dass ich hier 5 Minuten abgetaucht bin oder 10 Minuten. Ich glaube, es war echt ein bisschen länger. Ja, die Technik, ne, macht halt manchmal nicht das, was man möchte. Also zumindest nicht diese Technik, die in Deutschland generell so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist beim Netzausbau, nämlich die Internetverbindung, die hat mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also sorry nochmal dafür. Aber dank Timo sind wir hier gut durchgekommen. Also schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend natürlich. Macht was draus. Die Sonne scheint vermutlich ja nicht nur hier. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber ich kann mich dem Nelson nur anschließen. Ihr solltet unbedingt gerne nächste Woche am Montag ist es beim Timo auch mal reinschauen. Und was der uns da halt zu erzählen hat. Und das kann er gleich auch selber nochmal sagen, worum es da genau gehen wird. Und ich gebe ihm damit auch das letzte Wort. Also, bis demnächst. Danke fürs Dabeisein. Timo, du darfst wieder. Gut, ich mache es kurz und knackig. Ja, nächste Woche Webinar 18 Uhr hier bei FX Flat. Es geht um Trade-Planung, um Risikomanagement und alles, was damit zusammenhängt. Und ja, genau, darum geht's. Habt einen schönen Abend, genießt noch das Wetter und ich sage, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.